Manche haben was, so einen Stop-Motion, einen Film gemacht. Da hat mir am besten gefallen, eigentlich, dass wir das Heft selbst gebunden haben. Das habe ich eigentlich noch nie gemacht so. Und wir haben ein fächerübergreifendes Projekt gemacht. Wir haben in Biologie ja über die Zelle, also über die tierische und pflanzliche gelernt. Und dann haben wir in Werken eben auch Salzteig eine modelliert. Das hat mir sehr gut gefallen, weil wir auch in Gruppen eingeteilt worden sind oder wir sind halt in Gruppen zusammengegangen. Und da haben wir uns da unterhalten und haben uns irgendwie so wieder besser kennengelernt. Und generell in Gruppenarbeiten finde ich eigentlich am besten, da jeder etwas anders gut kann und man im Endeffekt ein sehr gutes Ergebnis hat. Eine meiner Lieblingstechniken sind Zeichnen, weil da kann man sich kreativ austoben. Und mir persönlich macht das richtig Spaß, weil man kann in da seine Emotionen, Gefühle oder sonstiges ausdrücken, indem man, egal wie man zeichnet, einfach seine Gefühle loslässt und es entspannt mich auch und es macht ja einfach enorm viel Spaß. Wenn es einem zum Beispiel schlecht geht, dass man irgendwas zeichnet und sich mit Zeichnen zum Beispiel ablenken kann. Und irgendwie macht mich das beruhigter oder glücklicher, wenn ich halt was mache. Und vor allem auch kann man seine Gedanken in einer anderen Form ausdrücken, als wie wenn man es jetzt zum Beispiel mit Worten macht und man kann es meistens auch besser ausdrücken. Und ich finde auch beim Zeichnen kann man so alles ausleben. Also wenn man zum Beispiel einen schlechten Tag gehabt hat oder einen stressigen Alltag, dann kann man das einfach alles, sage ich so, rausmalen und das ist irgendwie sehr befreiend immer.